Heute sind wir auf einer Kunstausstellung in London. Das Ganze hat damit angefangen, dass wir in eine Bäckerei reingelaufen sind. Dann kam so ein Typ und hat einfach gesagt so, ja, keine Ahnung, das Einzige, was ich euch sagen kann, zieht die Schlittschuhe an und geht in den Raum rein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die ersten Toten. Was sollen? Okay. Okay. Ja. Wir sind am Buckingham Palace. Hier war ich auch schon vor lang nicht mehr. Hallo, seht ihr das? Ich glaube, in meinem letzten Vlog von vor 10.000 Jahren, hoffentlich bekomme ich einen Ärger, weil ich meine Hand hier durchs Tor stecke. Ich würde es nicht. Ich komme da gleich rüber marschiert. Aber bis der hier ist, dauert 10 Jahre. Bis dann ist er längst abgehauen. Okay, warte, wir gehen. Okay. Nein, wir bleiben stehen. Okay, wir bleiben stehen. Ja! Deiner schaut. Zum Pier gefahren, schon wieder. Ich glaube, ich war hier genau vor einem Jahr und 3 Monaten oder so. Jetzt bin ich wieder da und es ist so super geiles Wetter. Es ist einfach schön hier. Voll geil. Ich habe schon seit Monaten die Sonne nicht mehr gesehen und hier scheint sie so richtig intensiv. Und hier ist der Strand, der schöne. Ach, ist einfach schön. Guckt mal. Jetzt bin ich ein verrückter Mensch. Da ist, ne? Okay. Ich habe schon wieder die Hälfte der Aufnahmen ist schon wieder voll. Voll. Ohne Ton. Man kommt raus und es ist einfach schon fast wieder ganz dunkel.
Das ist das Leben eines krassen Zockers. Ja. Oh mein Gott, die Farben sind so schön. Schau mal. Voll geil. Einfach schön. Krass, wie blau das Wasser ist, ey. Das ist so mega blau. Das sieht so strange aus. Es sieht aus, als wäre es irgendwie eingefärbt. Voll schön. Hallo. Heute ist der große Tag gekommen. Heute fahren wir in die Warner Brothers Studios, um Harry Potter anzugucken. Harry Potter Sets. Das wird voll geil. Ich freue mich schon voll krass. So, jetzt stehen wir hier schon an. Hier ist voll die fette Schlange natürlich. Aber schaut mal, hier sind überall so Bilder. Ich weiß nicht, ob man sieht, das Auto. Wahrscheinlich hat man mich jetzt gar nicht verstanden, aber man darf jetzt drin eigentlich nicht filmen, weil es schon wieder Warner Brothers Studios sind. Das altbekannte Problem. Aber ich versuche mal vielleicht geheim so zu tun, als würde ich Fotos machen und dann kann ich vielleicht ein bisschen was filmen. Hoffentlich werde ich nicht verklagt. Butterbier-Test, der Butterbier-Test live auf Kamera. Die Schwester hat mich einfach nachgemacht, ich muss so voll lachen. Der Schaum ist voll. Schmeckt irgendwie strange. Der Schaum ist voll lecker, voll karamellig. Aber was ist denn das für eine... Nein, sehr einfach. Aber was ist denn das für ein Saft da? Ich könnte es gar nicht einschätzen, was es sein soll. Lecker. Mandy hat mich einfach verarscht, weil meine Hand immer so zittert. Schaut mal, wo wir angekommen sind, in der Winkelgasse. Voll geil, hier gibt es alles. Hier gibt es die Bank. Und das Wichtigste ist natürlich hier hinten, einen Moment, einfach Ollivanders. Schaut mal, voll geil. Das Geilste, meine zwei Lieblingscharaktere aus Harry Potter sind ja Fred und George Weasley. Und die haben ja im letzten Teil ihren eigenen Laden bekommen. Guckt mal, der ist natürlich auch da. Man denkt gar nicht, wie riesig das ist. Das geht vielleicht 3 Meter in die Höhe. Das ist richtig krass, ey.
voll crazy. Und man hat gerade gesehen, wie die das alles so abgefilmt haben. Ach, Filme machen es einfach schön. Es ist doch voll magical alles. Hm? Magical. So, das war's von der Harry Potter Studio Tour. War voll cool. Ich bin da mit einem Zauberstab rausgekommen. Ich habe den von der Hermine genommen. Weil der voll schön ist. Ja, es stellt halt nie scharf auch, ne? Wow. Voll schön. Richtig cool. Ja, echt der schön. Total die schönen Muster hier mit den Blättern. Das finde ich auch. Aber ich weiß gar nicht bei sowas, ob ich das überhaupt essen soll. Das kann man doch nicht essen, oder? Obwohl, dann kannst du die Schachtel für irgendwas zum Reintun verwenden oder also so. Also ich esse jetzt. Ich esse jetzt. Naja, also, oh, schaut mal, das Licht ist hier immer voll schön. Jetzt habe ich ein ganz orangenes Gesicht, weil da hinten gerade so übel das Schöne, das sieht man jetzt nicht, der schöne Sonnenuntergang abgeht. Der schöne Sonnenuntergang abgeht, jawohl. Es ist Gangstersprache, Gangster-YouTube-Sprache. Übel der schöne Sonnenuntergang ist am Abgehen. Und wir fahren jetzt nach Hause, weil es war ein adventurous Tag. Wir waren auch, glaube ich, mehrere Stunden jetzt drin. Also wir waren da länger als 2 Stunden. Achso, nee, warte mal kurz. 13. Hoppala. Upsa. Bye, guys. Bye. War auf jeden Fall voll geil. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Würde ich jedem empfehlen. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Um 5 Uhr nachmittags. Tschüss. Harry Potter! Wir sind in dem Doppeldecker. Ganz oben und ganz vorne. Oben und ganz vorne. Guckt. Wow. Das sind ganz viele Busse. Voll geil. Und wir sind nämlich auf dem Weg heute nach Campshire Town. Naja, das ist eher so ein Markt ein bisschen. Muss essen, aber es hat da und Essen ist immer gut. Lecker. Ich habe schon gedacht, heute voll Lust auf einen Burger. Ich auch. Gut, den essen wir bestimmt heute noch. Wir wägen halt einfach wahrscheinlich 10 Kilo mehr, wenn wir wieder nach Hause kommen. Geil. Ist mir egal. Ich habe mir natürlich schon voll die Sachen hier gekauft. Ich habe hier schon eine riesen fette Tüte und so. Und schaut mal, hier sieht halt voll crazy aus. Aber ganz ehrlich, ich habe schon so oft hier irgendwas gefilmt und dann ein ganzes Video draus gemacht. Ich dachte mir jetzt so, ich kaufe lieber ein bisschen was ein. Und jetzt glaube ich, es ist nämlich arschkalt. Ich glaube, wir machen uns mal langsam wieder auf den Weg nach Hause. Im Cowsticker. Du bist so doof. Also, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal den Schokofrosch auf von Harry Potter. Wo habe ich das? Ich suche ihn. Hier ist er. Komm. Ja. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Also ein Schokofrosch wahrscheinlich, aber ist ja voll die große Packung. Warte, ey. Ja, ich. Okay. Du kannst doch nehmen mit beiden Händen auf und einer Hand auf. Doch, ich kann alles. Nee. Zeig, was geht der Spaß. Keine Ahnung. Aber hoffentlich muss man die Packung nicht kaputt machen. Ja, das hoffe ich jetzt gerade auch. Ah, nein, guck hier. Und di. Cool. Boah, das ist voll der fette Der ist voll riesig. Und der ist noch eingepackt, zum Glück. Hier. Den haben wir, wann haben wir? Ravenna Ravenclaw. Zeig mal. Schau mal, die ist voll 3D. Guckt mal. Warte mal. Ja. Schau. Richtig geil. Richtig geil. Wir sind alle voll glücklich, dass wir diesen Frosch haben. Und jetzt küssen wir ihn und vielleicht wird Dumbledore draus. Nein. Ich nehme mal noch einen Schokofrosch. Boah.
Aber ich hätte jemand Cooleres gewonnen. Hä? Wieso? Die ist doch voll cool. Die hat eins der Heiligtümer des Todes auf. Rowena Ravenclaw. Okay. Okay, gut. War das geil. War's. Danke. Tschüss. Wir gehen jetzt noch Burger essen. Geil. Yeah, Burger. Yeah, but you know what? Wir lieben es. Wir haben so viel Hunger gerade. Obwohl wir vorhin schon in Langosch gegessen haben. Voll der gesunde Tag. Geil. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Oh, jetzt sitzen wir wieder im Prestige-Flieger der Welt bei Ryanair und fliegen wieder zurück. So schnell geht's. Voll schnell ist die Zeit vergangen. Es war wunderschön. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns nächste Woche beim Vlog der nächsten Woche. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Wunderschönes Flugzeug.